Hallo, mein Name ist Yvonne, aber ihr könnt mich Mitsu nennen. Das ist nämlich mein Nickname in allen möglichen Spielen. Und ich bin Content Writer bei Gameforge. Das heißt, ich schreibe Marketingtexte, das ist sowas wie News, Mailingtexte, Trailertexte und so weiter. Aber heute werde ich mir ein paar OGame-Leute schnappen und ihnen ein paar Fragen stellen. Die Fragen nämlich, die ihr uns geschickt habt. Hallo, mein Name ist René Fischer. Ich bin fürs Community Management bei der Gameforge zuständig und ein paar kennen mich vielleicht noch aus dem englischen, aus dem deutschen OGame Forum unter RFWDA als Nicknamen, aber das ist schon ein paar Jahre her. I'm Candela. My nickname in the forums is Pink and I'm the responsible Community Manager for OGame. Hi, ich bin Florian. Wer mich noch nicht kennt, der kann hier zum letzten Videonewsletter klicken und sich informieren, wie ich in die Firma gekommen bin und was ich hier so alles mache. So, es geht los. Ihr habt uns jede Menge Fragen geschickt. Vielen Dank schon mal dafür. Und vorweg sage ich noch, dass nicht alle Fragen quasi kopiert worden sind, eins zu eins, sondern auch mal zusammengefasst, falls mehrere Fragen ein ähnliches Thema hatten oder so. Also wundert euch nicht, wenn das nicht eins zu eins kopiert ist. Die ersten Fragen drehen sich alle um die Entwicklung von OGame und um neue Features. Die allererste Frage geht heute an Candela. And the big question from Multikulti is, will there be another redesign? So this is a tricky question and it has been in the community for a long time now because the previous redesign brought a lot of interaction. But for now, we don't have plans on making another redesign. Of course, OGame is a game that is constantly under development, so I cannot say it will never happen, but there is nothing prepared for now. Mein nächstes Thema ist vor allem für diejenigen unter euch interessant, die Wert auf kooperatives Gameplay legen. Und die Frage von Jason Byrne dazu lautet, gibt es Pläne, das kooperative Spielen interessanter zu gestalten und die Interaktion zwischen den Spielern zu fördern? Zum Beispiel ein echtes Auktionshaus, Allianz-Quests oder Allianz-Boni. Und ja, René, kannst du uns was dazu sagen? Es ist ja so, dass bei OGame immer wieder nachgedacht wird, was können wir am Spiel verbessern. Natürlich werden viele Vorschläge aus der Community gemacht und oftmals ist es so, dass die Vorschläge richtig toll sind, aber halt erstmal auf die Umsetzbarkeit geprüft werden müssen. Das ist nicht immer schön, aber oftmals finden wir einfach Möglichkeiten, dass etwas umgesetzt werden kann. Also zum Beispiel ein Auktionshaus ist eine Sache, wo man jetzt gesehen hat, ja, das ist möglich, das wollen wir auch machen. Dann gab es halt auch andere Vorschläge, wie zum Beispiel das Belohnungssystem, das jetzt zwar nicht auf das Kooperative hinausgeht, das wir aber auch reingesetzt haben und das ja auch gut angenommen wird. Aber OGame ist halt immer ein Spiel, das sich weiterentwickelt hat und wo man immer wieder versucht hat, das Spiel noch weiter interessant zu gestalten und eben gerade diese kleine Schwäche, dass das Kooperative ein bisschen außen vor ist, zu stärken. Mit dem letzten Update wurde ja etwas am Allianz-System gemacht und dazu habe ich hier eine Frage von Soz und zwar, wie ist der aktuelle Status des Allianz-Systems? Und Flo, die Frage ist doch was für dich. Ja, darüber habe ich auch letztes Mal schon geredet. Da war es erst auf dem PTS, unser Allianz-Update. Mittlerweile ist das Allianz-Update live. Es ging auch relativ sauber live. Wir hatten zwei kleinere Vorfälle, die nicht so schön waren. Das hat sich allerdings von uns recht schnell beheben lassen. Wir haben auch, ich glaube, drei Fehler mittlerweile in dem Allianz-Update gefunden. Die werden wir auch mit dem nächsten Update, das ist dann die 6.4.1, auch fixen. Ich glaube sogar, die Version mit Lifestyle noch bevor der Newsletter draußen ist. In der nächsten Frage geht es immer noch um das Allianz-Update und die gebe ich einfach wieder direkt an dich weiter, Flo. Scora fragt, wird das Allianz-Update mit dem Fusionsskript kompatibel sein, trotz der vielen Änderungen am Backend? Ja und nein. Also aktuell ist es der Fall, dass es nicht kompatibel ist, denn das Migrationsskript ist sehr komplex und wir wissen, dass die Änderungen im Allianz-System
das Migrationsskript, sagen wir mal, kaputt gemacht haben. Aber wir haben es auf dem Schirm, dafür gibt es schon Tickets, die sind auch schon eingeplant in kommende Versionen. Das heißt, in naher Zukunft sind wieder Server-Merges möglich, dann auch mit dem neuen Allianz-System. Also das wird uns nicht an Server-Merges dran hindern. So, die nächste Frage ist von Scora und Jason Byrne. Von beiden hatten wir vorhin schon Fragen, aber diesmal interessieren sich beide für das Thema Payment. Ihre Frage ist, denkt ihr darüber nach, neue Payment-Features in das Spiel einzubauen? Und René, die Frage schiebe ich zu dir. Dankeschön. Das ist natürlich eine harte Frage. Es wäre gelogen zu sagen, nein, da denken wir nie drüber nach. Und Gameforge muss OGame natürlich finanzieren, das ist richtig. Aber wir wollen das Spiel natürlich nicht so finanzieren, dass wir sagen, okay, die Leute können sich jetzt unsterblich kaufen und alle anderen haben halt keinen Spaß mehr am Spiel. Das wollen wir natürlich nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass wir Geld verdienen wollen und auch müssen. Ansonsten gäbe es die Server nicht, uns gäbe es jetzt natürlich dann auch nicht. Aber warum es auch ziemlich lange dauert, dass Payment-Features entwickelt werden, ist, dass sehr vorsichtig geschaut wird, wenn wir das und das jetzt einbauen würden, was würde dann mit der Community und den Spielern passieren? Natürlich ist ein Payment-Feature nicht zwangsläufig ein Grund zur Freude für die meisten Spieler, weil natürlich dann erstmal nachgeschaut wird, taugt das jetzt was für uns oder haben die, die dieses Feature nicht kaufen, einen Nachteil? Deswegen ist das sehr, sehr vorsichtig als Thema zu sehen. Und was ich dazu sagen kann, ist natürlich, ja, klar, wir schauen. Aber wir geben unser Möglichstes, damit nichts kaputt zu machen. Und das haben wir in all den Jahren auch ganz gut geschafft. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die geht wieder an Candela. Daher switchen wir wieder kurz auf Englisch. So, Candela, the question for you comes from Lord Casaro. Are you still considering to implement a fleet upkeep system? That was a discussion that was going on also for a lot of time in the community. At some point it was also even spoiled in the origin community, which is the development community. But this is not something that we would consider for all universes or universes that are already open. Maybe in the future as a possible setting for new universes, but it always has to be compatible with the strategy of the game and keep it balanced. So it is nothing that we will plan for the near future. We will see. The next question is about something many players are curious about. This is also a longer one, so maybe you two, Candela and René, can tackle this question. The question is, in the last newsletter, you asked whether we would like to have espionage probe raids back as a server setting. There are some concerns regarding balancing and the impact it would have on the game. Will the implementation be tied to a certain research level or would it be available for everyone from the beginning? Yeah, this is really a difficult question, especially because there is a long history behind it. I remember in the past that we had to take out the espionage probe raids because players were complaining like hell because they were attacked in no time for hours. And this created, of course, a really huge imbalance. But nevertheless, people really liked it. Of course, I mean, those are really great possibilities to get resources and everything. So it had to be reconsidered because this topic came on and on again. And if we really want to have it, I think it will be on Origin, right? Yeah, definitely, and available for everyone. So, but I guess this will have to be tested quite a lot. Yeah. I think the best would be to first try settings or try different options in the test servers and then see how does it affect the game and the strategy and then make a decision. But it is not something that it would go into a version indirectly in live server. Okay, die nächste Frage kommt auch wieder von vielen, vielen Spielern, ist aber nicht ganz so lang.
Flo, die gebe ich dir einfach mal dir. Könnt ihr uns Feedback bezüglich der Vorschläge zu Hyperraumtechnik und Gravitonforschung geben? Ich fange mit dem kleineren an. Das wäre die Hyperraumtechnik. Da ist es durchaus denkbar und ich glaube, es war auch schon auf dem Origin besprochen worden und ist jetzt ins unser System übertragen worden, dass wir sagen, okay, die Hyperraumtechnik können wir an den Laderaum der Schiffe koppeln. Das heißt, es würde ab sofort Sinn machen, diese Forschung nach oben zu treiben, um einfach mehr Ressourcen mitnehmen zu können. Das andere, die Gravitonforschung, die ist ja eigentlich unglaublich teuer, was die Energie angeht, hat aber eigentlich keinen Nutzen bis auf den Todesstern. Da wäre zum Beispiel eine Idee, dass man sagt, okay, höhere Forschungsstufen davon erlauben es dir, Sprungtore von Buddies oder Allianzmitgliedern zu nutzen. Und da vielleicht sogar auch mit der Option nicht als direktes Ziel, sondern eher als Abkürzung, dass man danach weiterfliegen kann. Wobei da ist dann halt wirklich zu klären, was machen wir mit dem Deuterium, weil zurzeit kannst du durch den Sprungtour keine Ressourcen mitnehmen, das heißt auch kein Treibstoff, das heißt, du wärst beim Buddy-Mitglied gestrandet. Das wäre ein bisschen ungeschickt. Auch die Sache, wie kommst du von A nach C über B, da ist noch einiges an Design zu leisten und Planung. Aber das könnte man sich durchaus vorstellen, dass wir sowas einbauen. Vielen Dank. Die nächste Frage geht auch wieder an dich. Viele Spieler wollen wissen, ob es bald neue Gebäude, Schiffe oder Technologien geben wird. Ich glaube, im ersten Newsletter oder so wurde auch schon mal angesprochen, es gibt die Idee der Chronosphäre, dass wir sagen, das ist ein Gebäude, was die Ressourcenproduktion oder den Energieoutput erhöht. Sowas wäre denkbar, also gegen Gebäude haben wir generell nichts einzusetzen oder einzuwenden. Wir haben auch, das ist ja noch gar nicht so lange her, ich glaube mit der 6.3 ja auch das Raumdock als neues Gebäude hinzugefügt. Dass auch die Spieler da ein bisschen mehr Dinge zu tun haben. Schiffe ist ein Problem, denn wir haben schon einiges an Schiffe drin, die auch untereinander gebalanced sind. Das heißt, ein neues Schiff hinzufügen ist eine Menge Arbeit zu gucken, dass es mit bestehenden Flotten harmoniert, dass die Spieler nicht ihre kompletten Flotten wegwerfen und komplett neu aufbauen müssen. Da den richtigen Weg zu finden, also kritisch, also generell nicht, dass wir sagen, nee, auf gar keinen Fall neue Schiffe. Die Optionen halten wir uns schon offen. Aber was für ein Schiff mit welchem Balancing oder auch Einsatzmöglichkeit, weil die Schiffe, die wir jetzt da haben, passen untereinander. Ein neues Schiff müsste halt auch irgendeinen neuen Nutzen bringen, wo du sagst, hey, das muss ich unbedingt bauen, weil ich kann mein Spielverhalten daran anpassen und es bringt mir Vorteile, die ich vorher so nicht hatte.